So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part haben wir die erste Prüfung des Trimagischen Turniers geschafft und uns ein goldenes Ei von einem Drachen geklaut und nun geht's hier weiter. Immer heiter weiter wahrscheinlich. Wir haben das Ei erhalten und dieses Ei birgt ein Rätsel und wir müssen das Rätsel des Eis lösen. Nicht das Ei des Rätsels, sondern das Rätsel des Eis. So rum wird ein Schuh draus. Und zwar haben wir schon gesehen, Moody hat Cedric Diggory einen Tipp verteilt und ich glaube, Cedric gibt den Tipp an uns weiter sogar. Cedric ist ein ganz korrekter Kerl, aber Harry ist übelst der Arsch im Film zu ihm, habe ich das Gefühl gehabt immer. Also irgendwie, also bis zum Ende, sage ich mal, ne, war Harry irgendwie immer ein ziemlicher Arsch zu Cedric. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Für Cedric war eigentlich vollkommen korrekt zu Harry, aber er dachte sich halt so, naja, ne? Naja, aber wie gesagt, jetzt bekommt er auf jeden Fall den Tipp von Cedric, der scheinbar baden war und ihm ein Quietschentchen in die Hand drückt. Naja, da gehen wir mal baden, ne? Dankeschön. Dankeschön, Cedric. Für deinen glorreichen Tipp. Deinen glorreichen Tipp. Denn ich glaube, durch das Ei erfahren wir dann auch, was die nächste Prüfung ist oder was wir in der nächsten Prüfung zu tun und zu lassen haben. Sagen wir es mal so, ne? Und auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal auf Toilette gehen. Aber ins Bad. In einem Whirlpool oder ähnliches. Und wo ist ein Bad? Oder ein Badezimmer? Oder ein schöner Whirlpool entsprechend? Na, ihr wisst es doch sicherlich, oder? Da waren wir schon mal im zweiten Schuljahr. Auf der Mädchentoilette. Da treibt die Maulende Myrte immer noch ihr Unwesen. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Da gehen wir jetzt einfach eiskalt mal hin, würde ich sagen. Die Maulende Myrte ihr Unwesen treibt. Ob wir dazu wollen, auf der Mädchentoilette baden gehen? Naja, uns bleibt nicht viel anderes übrig. Aber, naja, wie gesagt, ob wir das so wollen, ist dann die andere große Frage. Ist mal auf die Herrentoilette? Ich weiß es gar nicht so genau. Führt uns denn nicht hin? Er führt uns nach oben, okay. Er führt uns nach oben, denn da ist was für Reducto, wo wir vorher noch nie hinkamen. Aber das macht ja nichts, ne? Hier ist die Maulende Myrte und wir gehen einfach mal mit ihr baden. Also nicht mit ihr, aber bei ihr, ja, naja, ne. Wo sie ihr Unwesen treibt, gehen wir baden. Nicht die allerbeste Idee. Aber hey, was soll's, ne? Ist das ein Level? Ich habe mir mal ausgerechnet, also drei Level müsste ich wissen noch. Die jetzt noch kommen. Aber eins weiß ich halt nicht. Eins weiß ich halt nicht, deswegen dürfte das vielleicht ein Level sein. Wie gesagt, korrekt weiß es nicht. Synchronschwimmen, okay. Synchronschwimmen mit der Maulende Myrte. Es ist mir eine Freude. Passt schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es mir eine Freude ist oder ob es mich beängstigen soll. Aber ich nehme das mal so hin, wie es ist. Und sie freut sich natürlich, wenn sie Harry ausziehen würde. Spielen wir jetzt nicht sogar mit ihr? Das ist ein Level? Ja, das ist ein Level. Gut, ich hatte es noch richtig im Kopf. Wusste es halt nicht mehr ganz genau, aber doch. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, die ganzen Dinger zusammensuchen, ne? Die ganzen Pinöpel hier. Ja, aus nach dem Wappenteil, oder? Sieht mir fast alles nach dem Wappenteil. Daher würde ich eigentlich erstmal drauf verzichten wollen, aber ja, machen wir erstmal den Dementor kalt. Kann ja auch nicht schaden, ne? Ah doch, kann schaden. Sammeln wir nicht ein. Sammeln wir selbstverständlich nicht ein. Aber ich sehe schon, wo das nächste Teil auf uns wartet. Große Frage, wie wir das hier lösen, dass diese Toilette auch zu bleibt. Da müssen wir irgendwas verstopfen, wa? Da müssen wir mal was verstopfen. Aber was genau ist die große Frage? Hey, das wollen wir also auch nicht. Er ist hier beschäftigt mit seinem Wasser. Interessant. Was hier? Ein Schirmchen. Ach so. Und den geben wir den Zauberer im Bild und dann gibt er uns bestimmt sein Teil, seine Muschel. Eine Muschel ist es nämlich, was wir bekommen. Was wird er bekommen von den Leuten? Oder was wir eben erhalten können. Oder erhalten müssen. Sagen wir es mal so, ne? Sagen wir es mal so. So, da ist die zweite Muschel.
Dritte Muschel befindet sich, eine Muschel befindet sich in der Toilette, das habe ich schon gesehen. Ohne Frage. Da befindet sich noch eine weitere Muschel. Und sie kommt auch schon heraus, das haben wir auch bravourös gelöst. Ah, dann ist das vielleicht doch kein Wappen, sondern ein Klositz. Das könnte sein. Das könnte durchaus auch sein. Wir basteln es mal zusammen und gucken, was bei herumkommt. Erster Klositz, okay. Dann war es doch nicht so verkehrt, was ich dachte. Kann sie auch zaubern, ja. Kann sie tatsächlich. Interessant, interessant. Na gut. Na gut, dann setzen wir das ein. Und erfreuen uns daran, dass wir jetzt malen können. Und die maulende Myrte erfreut sich wahrscheinlich an einem nackten Harry. Achso, wir gehen einfach nicht baden, wir gehen in den Keller. Okay. Okay. Dachte eigentlich, wir gehen baden. Aber scheinbar ist im Keller ein Bad. Eine richtig schöne Toilette. Toilette sag ich schon. Whirlpool. Eine richtig schöne Badewanne. Na, Harry, zieh dich aus. Oh nein. Die Maulende Myrte ist schon was richtig verärgert darüber, dass er sich einfach nicht ausziehen möchte, wa? Die ist schon richtig verärgert darüber, die perverse Sau. Die ist eine ganz schön perverse, die Maulende Myrte. So, machen wir erstmal hier das Wandgemälde sauber. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Muss ja auch mal gemacht werden. Vielleicht ergibt sich dann der Rest von alleine. Ein paar Scherben bringen Glück, sagen wir so. Und die Meerjungfrau ist nicht gerade erzürnt darüber. Aber egal, sie bringt uns Krabben aus irgendwelchen Gründen. Und stirbt. Oder auch nicht. Ach, keine Ahnung. Was mit ihr passiert? Wie viele... Achso, es sind keine Krabben mehr. Ich dachte, wie viele Krabben will sie uns noch bringen, aber das waren gar keine Krabben. Ich entschuldige mich. Stattdessen ist der Hogwarts Express am Start. Wo auch immer der lang will. Alle Krabben hier. Alle Krabben. Geben mir ganz schön Elfenpiesel. Machen wir hier ein bisschen Wasser rein. Vielleicht wird sie dann nicht mehr ganz so genervt sein. Vielleicht ist sie dann nicht mehr ganz so genervt, wenn sie endlich wieder Wasser hat und die Dürreperiode vorbei ist. Erscheint mir so. Erscheint mir so, als würde sie das ganz glücklich machen. Und dann lassen wir uns endlich Wasser ein, würde ich sagen, oder? Das sieht mir nicht sehr... Okay, ja, Also das Gelbe würde ich jetzt nicht so akzeptieren, aber ist in Ordnung, denke ich. Auch wenn das Gelbe Wasser sehr fraglich aussieht und da zieht Harry seinen gesamten Oberkörper und seinen Unterleib aus. Und macht sich tatsächlich nackig. Die maulende Myrte freut's, ne? Die maulende Myrte freut's. Und die nächste Prüfung findet im Fluss statt. Und da sind sogenannte Sirenen, glaube ich, ne? Auf jeden Fall irgendwelche mythischen Wesen, vor denen wir Angst haben sollten. Oh Harry, oh Harry. Ich glaube, sie hat Cedric Diggory genauso angeturnt, aber ich glaube, sie hat sogar was in der Hinsicht gesagt da in dem Film. Ach, vorher war ja so ein süßer Hufflepuff-Schüler, so in die Richtung hat sie, glaube ich, was gesagt. Aber egal. Alter Zauberer haben wir nicht erhalten, wollten wir auch gar nicht. Trotz insgesamt haben wir sehr wenig erhalten. Und goldene Steine haben wir 40 von 200. Und setzt man die Geschichte fort. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, mit der Prüfung schon, ne? Mit der nächsten Prüfung sollte es im nächsten Part weitergehen. Dann hoffe ich natürlich erstmal, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, gebt nämlich nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye!